Der eine, Maler. Er malt monumentale Natur, fantastische Landschaften, fast fotorealistisch. Jochen Hein, international erfolgreich. Der zweite, Bildhauer. Klaus Hack schnitzt aus ganzen Baumstämmen Türme und Figuren. Auch er zeigt seine Werke weltweit. Der dritte, Fotograf, Christian von Alvensleben. Er hat Jahrzehnte in der Werbefotografie mit knallig bunten Fotos international Furore gemacht. Jetzt also schwarz-weiß. Zum ersten Mal stellt er mit Kollegen aus. Bei dieser Idee, die Jochen Hein, Helga und ich hatten, und dann Klaus Hack mit dazugeholt haben als Dritten, haben wir überlegt, dass es schön ist, wenn wir die Fotografie wie Malerei präsentieren. Denn die Malerei, die Gemälde sind ja alle ohne Glas, ohne Rahmen, auf Leinwand, verletzlich. Und das sollten die Fotos auch sein. Deshalb hängen die hier so. Wenn die Leute reinkommen. Jetzt geht es darum, die Figuren von Klaus Hack so zu stellen, dass alle drei Künstler zufrieden sind. Dann erst eröffnet sich Ihnen, wenn Sie hier drin sind, egal was noch kommt, sozusagen die Bildergalerie. Vermittelnd kuratieren, die Aufgabe von Galerist Augustin Martin Nofke. Also diese direkte Interaktion von Figur wie ein Betrachter vor dem Bild erzählt natürlich auch mal eine eigene Geschichte, mit der hat Christian nicht gerechnet. Aber das ist ja das Spannende in der Situation, dass wir jetzt diese drei Gewerke zusammenbringen. Aber jetzt ist die Frage, wie reagiert der Fürst? Wie reagiert zu diesem Hintergrund oder Vordergrund? Also dieser Vordergrund vor meinem Foto, das geht gar nicht. Es gibt also noch Klärungsbedarf. Uns verbindet der strenge Schwarz-Weiß-Kontrast in den Arbeiten. Beim Christian, beim Jochen leuchtet überall das Schwarz durch oder das Weiß. Und bei mir eben auch durch entweder die ganz einfachen weißen Figuren, aber dann auch die mit diesen Einkerbungen mit den Schwarzen, die leben auch von Kontrast. Reiner Hell-Dunkel-Kontrast, die reine Erzählung von Licht sozusagen. Das Licht im Dunkel, das ins Licht bricht, ist einfach als Thema in jeder Zeichnung, in jeder Äußerung einfach etwas sehr Unmittelbares, was viel Welt erzählt, ohne zu sehr ins farbliche Detail zu gehen. Es ist eine Art der Überhöhung, ist ganz klar, aber in dieser Art und Weise lassen sich eben auch dramatische Geschichten erzählen. Es verbindet sie auch das Archaische, das Ursprüngliche als Thema. Und so kommt es nicht nur zwischen den drei so ungleichen Künstlern beim Aufbau der Ausstellung zum Trialog. Der soll auch zwischen den Kunstwerken entstehen, wenn das Publikum da ist. Und so heißt die Ausstellung dann auch Trialog Schwarz-Weiß. Zu sehen in der Galerie A.C. Nofke in Ratzeburg bis Ende Januar.